Zur Vorbereitung der Hausaufgabe bzw. der Gruppenübung schreibt sich jeder drei unwesentliche Merkmale auf oder Details, Nebensächlichkeiten, die sowieso im Zusammenhang mit seinem Abschluss stehen. Wer installiert Netzwerktechnik? Hinten. Ein wichtiges Detail, was er vermutlich sowieso immer erledigt, ist das Beseitigen des Schutz, des Abraums, wenn ihr ein neues Netzwerk installiert, anstelle des bisherigen. Eine Nebensache ist, dass ihr nachts anrückt, damit es morgens losgehen kann. Dafür verlangt ihr natürlich keinen Nachtzuschlag. Das ist eine Sonderdienstleistung. Während andere tagsüber den Betriebsfrieden manipulieren und unterbrechen, macht ihr das nachts. Immobilien, möchten Sie, dass ich für Sie gleich den Katasterauszug besorge? Möchten Sie, dass ich mich gleich um diese Dread Disease kümmere oder um eine Arbeitslosenversicherung, die die Annuität bedient? Ja? Möchten Sie, dass ich die Termine vorher alle nochmal verifiziere, einen Tag bevor Sie hinfahren? Hast du schon aufgeschrieben? Möchten Sie, dass ich auch, wenn es dann nötig ist, gleich die Augen offen halte, wo sonst noch Geld wachsen kann? Ja, verstehst du? Was du sowieso tust, wird jetzt zu einem wertvollen Zusatz. Und der Kunde sagt sich, klar, cool, möchte ich. Und dabei übersieht er natürlich nicht zufälligerweise, dass er eigentlich schon längst gekauft hat. Aber die eigentliche Entscheidung, dieser schmerzvolle Punkt, diesmal vermeintlich ganz in Vergessenheit geraten ist, aber fühlt sich wohler. Und der Abschluss. Hat jemand, was verkauft ihr beiden? Nochmal, Finanzdienstleistungen, ja? Finanz. Lieblingsprodukt, ganz schnell, nur zurufen, ganz schnell. Altersvorsorge. Altersvorsorge, ja? Was gibt es da für Zusatzdienstleistungen? Was ist sowieso erledigt? Altersvorsorge. Beispiel. Kapitalwert. Möchten Sie, dass wir für Sie gleich jährlich einmal eine aktuelle Marktübersicht erstellen, wie sich verwandte Werte entwickelt haben, damit Sie sehen, dass Sie richtig investiert haben? Möchten Sie einmal jährlich den Spiegel? Ja. Soll ich Ihnen den per E-Mail zuschicken oder per Post? Wie hätten Sie es gerne? Per E-Mail. Verstehst du? Sagt er ja zum Wert im Vergleich zu dem, den er gekauft hat, hat er schon längst gekauft, weil sonst hätte der Vergleich ja keinen Sinn. Ja? So. Oder wir laden einmal alle erfolgreichen Anleger, ja? Alle erfolgreichen Anleger laden wir einmal im Jahr zur Erfolgsmesse ein. Da gibt es dies und das und Schlampenwasser. Wie heißt das nochmal? Ja, ihr wisst schon, ja? Darf ich Sie da ebenfalls mit auf die Gästeliste setzen? Ja. Automatisch nicht nur gekauft, sondern automatisch Assoziation. Ich gehöre doch zu den Erfolgreichen. Oh, sonst würde ich mich niemals auf die Gästeliste setzen. Weil die Party findet ja nur für wen statt? Ja, für mich. Für die Erfolgreichen. Ja, logisch, ja? Hast du ja gerade gesagt. Ja, leuchtet alles ein. Ja. Was verkauft sonst noch irgendjemand was? Zum Beispiel Wasserverkäufer. Wasseranlagen, möchten Sie, dass ich Ihnen das gleich anschließe? Das macht er sowieso andauernd. Doch in Zukunft benutzt er das, was er sowieso tut und schließt darauf hinab, weil er so eine Frage verpackt. Hm? Das ist der feine Unterschied. Weil der Kunde fragt sowieso nie danach. Erst vielleicht später und ruft an, ja, das Ding lässt sich nicht installieren. Oder macht sich vielleicht Sorgen, oh, wie schraube ich denn das? Ja, da habe ich ja einen Klemmer, gar keinen Bock drauf. Ich rufe Sie an morgen, ich überlege mir das nochmal. Kann ja sein. Ja? Wenn der Verkäufer aber ihm zuvorkommt und fragt, möchten Sie denn gleich, dass ich das geräuschlos installiere? Und wenn Sie morgens aufstehen, blip, 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 kommt da gleich das frische Wasser raus. Möchten Sie das? Ja, ich sage doch gerne ja zu einer Installation, die mich nichts kostet und um die ich mich nicht kümmern muss, statt ja zu einer Investition von 2.500 Euro, oder? Ja, Kleberbranche? Kleberbranche. Jetzt bin ich gespannt. Nebensächlichkeiten? Wie bitte? Stimmt. Ja, möchten Sie gleich eine umfassende Aufbauempfehlung, damit es schneller und einfacher läuft? Als PDF zum Beispiel. Möchten Sie das? Sobald er ja zur Aufbauempfehlung sagt, muss es kaufen, sonst gibt es ja nichts aufzubauen. Das leuchtet also ein. Das ist ein ganz einfacher Trick, also Trick positiv belegt, ja, der dem ja, ängstlichen Kunden hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. So, also Nutzen bringen von gestern,
Nutzen kontrollieren mit den eben angeschauten Nutzenkontrollfragen. Drittens, den Abschluss einleiten mit einer Nebensache, mit der Frage an eine Nebensache. Das ist die Aufgabe nach in 5 Minuten.